Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. In diesem Video soll es jetzt darum gehen, wie wir hier 3D-Bauelemente auf der Platine noch moven und das dann wieder zurück nach KiCad bringen. Wenn wir jetzt feststellen, in unserem Gehäuse hier passt jetzt irgendwas noch nicht, kann es ja durchaus sein, dass wir mal hier so ein Modell verschieben wollen und das dann auch wieder zurück zu KiCad bringen möchten. Dazu haben wir hier links in unserem Step-Up-Baum hier die einzelnen Elemente, also die Modelle. In dem Fall dann hier auf der Oberseite und dann haben wir hier die einzelnen Widerstände. Das sehen wir hier. Ich kann die hier entsprechend anwählen. So, wenn ich jetzt den ersten Widerstand anwähle, kann ich jetzt sagen, hier rechtsklick drauf, transformieren und dann kann ich den zum Beispiel mal in der Z-Achse etwas drehen. Dann sagen wir, okay, das Ganze können wir hier mit dem L1 auch nochmal machen. Sagen wir hier transformieren. Wir drehen den mal hier in der Z-Achse. Aufpassen, Z-Achse ist in dem Fall hier blau. Dann, ich könnte den jetzt auch hier verschieben. Ja, das muss ich natürlich dann aufpassen. Ich mache das mal ein kleines bisschen nur. Dann setze den mal ein bisschen anders. Das kann natürlich unter Umständen ins Auge gehen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also Z-Achse spielen in dem Fall ist ein bisschen problematisch. Ich mache es aber trotzdem mal. Und jetzt gehen wir nochmal hier auf diesen und sagen, den wollen wir auch noch woanders hin platzieren. Da kann ich jetzt natürlich hier in der X- und Y-Achse noch ein bisschen rumspielen. Sage okay. Dann können wir hier nochmal den R4 anwählen, sagen transformieren. Wenn mir hier diese 0,1 mm zu wenig sind von den Schritten her, dann kann ich dann auch das entsprechend ändern. Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel mal 10 mm und da gehen wir nochmal drauf. Natürlich sollte man natürlich so machen. So, ich habe das jetzt geändert, also in 10 mm und dann wird hier pro Step entsprechend mit größerer Schrittweite verschoben. Auch hier beim Drehen könnte ich jetzt einen anderen Winkel einstellen. Also wenn ich jetzt hier drehe, wird das immer im 15 Grad Winkel gemacht. Das könnte ich natürlich auch auf einen 1 Grad Winkel oder machen wir es zum Beispiel mal 45 Grad. Und dann drehen wir den hier nochmal in der Z-Achse so auf 45 Grad. Jetzt liegt also unser ganzer Kram hier irgendwie drin rum. Und jetzt gibt es Vorgehensweisen. Entweder ich wähle nur ein Element aus und exportiere das in der 3D-Ansicht nach PCB oder in dem Fall habe ich ja jetzt hier alle vier Elemente entsprechend manipuliert. Dann gehe ich hier drauf, wähle das erste an, dass es hinterlegt ist, drücke die Shift-Taste und wähle mir alle anderen an, dass die jetzt ausgewählt sind. Und jetzt kommt hier unser Button Push 3D Moved Models to PCB. Das heißt also, alle, die jetzt ausgewählt sind, werden jetzt ins PCB rübergeschoben. Jetzt wähle ich mir das hier wieder aus, Doppelklick drauf. Ja, wir werden jetzt hier nochmal gewarnt, dass die Tracks nochmal neu gezogen werden müssen. Auch klar. Und jetzt wechseln wir mal ins KiCad, machen das auf, den Leiterplatten-Editor. Und da sehen wir, sind unsere Bauelemente neu platziert. Jetzt mache ich mir es hier einfach. Ich lasse hier einfach mal das Autorouting durchrennen. In dem Fall ist das ja relativ einfach. So, wir sehen, jetzt hat er hier natürlich die alten Leiterbahnen beibehalten. Das ist natürlich jetzt völliger Quatsch in dem Fall, aber das können wir auch gleich nochmal ändern. Globales Entfernen. Dann schmeißen wir mal hier die Leiterbahnen raus. Auf F-Kupfer, dann sind die alle weg. Ich schalte hier mal die Füllfläche raus. So, jetzt können wir hier nochmal schnell das Autorouting laufen lassen. Und dann sollte das recht schnell funktionieren. Haben wir das auch gleich gemacht. Dann schalten wir hier wieder unsere Füllfläche ein. Sagen nochmal Taste B, Füllfläche aktualisieren. Und dann liegen hier unsere Elemente wieder so drauf auf der Leiterplatte, wie ich das jetzt positioniert habe. Bei den Widerständen ist das jetzt nicht unbedingt so zwingend, dass das Problem, wo es interessanter wird, ist natürlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch ein Potentiometer oder dergleichen habe. Und das
zeige ich euch dann im nächsten Video, wie wir da eventuell auch mal aus dem ein Potentiometer positionieren und dann hier einen Ausbruch draus machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.